Hallo, ich wünsche euch nochmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ja, und dann komme ich auch schon zum Videothema. Und zwar habe ich sie fertig gemacht. Alle miteinander habe ich sie fertig gemacht. Und ich kann euch gar nicht sagen, was es für ein gutes Gefühl war, als ich sie fertig gemacht habe. Es ist wirklich toll. Ja. Die Rede ist von diesen Produkten hier. Die habe ich im letzten Jahr alle bis auf den letzten Rest fertig gemacht. Und ich habe irgendwann mal damit angefangen, sie zu sammeln und aufzuheben, weil ich euch eine kurze Review darüber geben wollte, beziehungsweise einfach nur kurz in die Kamera halten und sagen, das war gut, das war nicht gut, damit ihr euch so ein bisschen orientieren könnt. Und weil das einige Sachen sind, würde ich sagen, ich fange einfach mal an. Ich habe natürlich jetzt hier alles, das hatte ich die ganze Zeit hier unten im Regal und es sah scheiße aus und ich dachte, jetzt zum neuen Jahr möchte ich das endlich wegschmeißen. Aber vorher muss ich euch natürlich noch ein Video dazu abdrehen, sonst wäre das ja alles völlig umsonst gewesen, das anzusammeln. Deswegen fange ich an, ein paar Sachen kennt ihr auch schon, aber über andere Sachen habe ich noch nichts gesagt und vielleicht über das, was ich schon gesagt habe, habt ihr wieder vergessen. Deswegen hier nochmal so ein kurzer Überblick. Okay, das erste, was mir hier vor mir liegt, ist das Trockenshampoo von Balea. Das habe ich fertig gemacht und ich hatte zuvor, beziehungsweise nochmal davor hatte ich das Frotté-Puder von Swissopar. Ein Trockenshampoo, das war in Puderform, hat man sich auf die Haare gegeben und dann einmassiert und dann ausgebürstet. Fand ich gut. Konnte ich nichts sagen. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Trockenshampoo hier ausprobiert habe. Das ist von Schauma, Cotton Fresh. Und das fand ich richtig super. Also das war besser von der Wirkung und vom Effekt her als dieses Puder. Allerdings hat mich der Geruch gestört. Der hatte so einen leichten Zitronengeruch und den hat man die ganze Zeit gerochen und den fand ich doch sehr aufdringlich und störend. Aber von der Wirkung her fand ich das wirklich gut. Also wenn euch der Geruch nicht stört, dann kann ich es euch empfehlen. Und dann habe ich gedacht, probiere ich dieses Trockenshampoo. Das hat einen anderen Geruch, das riecht nicht so nach Zitrone, aber von dem hier ist der Geruch sehr Haarspray-mäßig. Das riecht hier wie Haarspray. Aber ist auch ganz gut und anfangs war ich damit nicht so zufrieden, da fand ich das von Schauma besser, aber je länger ich das benutzt habe, desto zufriedener war ich damit. Deswegen kann ich euch das eigentlich auch empfehlen. Das Einzige, was mich jedes Mal gestört hat, war der Geruch und der war bei diesem Puder hier von Swissopar eben nicht. Das gibt es aber übrigens auch in Sprühform. Aber es hat ganz gut gehalten, diese ganzen Trockenshampoos. Und, aber es ist sehr schnell leer gegangen. Also das ist richtig schnell leer gegangen. Das hält sich nicht so lange. So, dann mache ich weiter mit den Haaren. Ich habe hier zweimal mein Koffeintonikum von Alverde. Das zeige ich euch nur ganz kurz. Ich habe dazu auch eine Review gemacht. Verlinke ich euch in der Infobox. Aber das gibt es leider nicht mehr, das wird aus dem Sortiment genommen, deswegen sage ich da auch nicht viel zu, weil es euch ja sonst nichts mehr bringt. Falls ihr noch die Restbestände im DM habt, dann schaut es euch mal an und probiert es vielleicht aus. Ich fand es sehr gut und ich fand auch, dass es was gebracht hat. Jetzt juckt mir die Nase. Dann das Koffein-Shampoo von Alverde. Fand ich zum Schluss leider nicht mehr gut, weil es meine Haare nach dem Waschen immer noch fettig hat wirken lassen und der Ansatz war richtig platt und ja, kann ich nicht empfehlen. Oh, meine Nase. Wer denkt an mich? So, dann das Feuchtigkeitsshampoo von Alverde, Aloe Vera und Hibiskus. Habe ich mir einmal nachgekauft, also habe ich hier zweimal. Das erste Mal fand ich sehr gut. Ich habe euch dazu auch eine Review gedreht, verlinke ich auch in der Infobox. Ja, am Schluss war ich damit nicht mehr ganz zufrieden, aber am Anfang fand ich es gut, wie gesagt. Oder wie ihr hier seht, ich habe es ja auch einmal nachgekauft. Also muss ich es gut gefunden haben. Dann Duschgele, einmal von Balea, habe ich euch in dem Jahresfavoriten-Video gezeigt. Kokos und Jadeblüten. Keine Limited Edition gibt es also noch im Sortiment, vom Geruch her sehr angenehm. Mochte ich sehr gerne. Dann habe ich hier noch Frozen Rhabarber Dusche. Oh, meine Nase. Fand ich auch sehr gut, war aber eine Limited Edition, also gibt es nicht mehr. Dann habe ich hier noch ein Duschgel von Fa. Das ist Natural Fresh mit 7 Pflegestoffen, und zwar ist das grüner Tee. Ist erfrischend, kann ich euch für den Sommer empfehlen. Aber
nicht ganz so mein Fall vom Geruch her, aber für den Sommer, wenn ihr was Erfrischendes sucht, dann ist das ganz gut. Von Balea, die Zuckerschnute Duschgel, brauche ich nichts zu sagen. Es ist ein, jeder kennt es, glaube ich, fast auf YouTube und die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Ich mag es und ich finde den Geruch toll. Dann habe ich Bodylotion leer gemacht von Balea, die Urea Bodylotion für sehr trockene und gespannte Haut mit 5% Urea. Als ich im Geschäft daran geschnuppert habe, fand ich den Geruch sehr gut. Als ich dann daheim war, fand ich ihn überhaupt nicht mehr gut. Die war sehr reichhaltig und ist sehr, sehr, sehr schwer in die Haut eingezogen. Deswegen, ja, also wenn ihr eine wirklich reichhaltige Creme sucht, dann kann ich die euch wohl empfehlen, aber ich persönlich fand es jetzt nicht so gut, weil es hat mir einfach zu lange gedauert, bis die eingezogen ist und den Geruch mochte ich nicht mehr. Von dem her mag ich nicht so gerne. Ich habe das übrigens ganz oft, dass ich an was schnupper und beim ersten Mal finde ich das total lecker und wenn ich das dann später nochmal rieche, dann finde ich das gar nicht mehr so gut. Dann von Alverde Diffus Butter kann ich euch auch empfehlen. Ich habe den ganzen Bottich leer gemacht. Die war wirklich sehr gut, sehr reichhaltig. Von der Konsistenz her fand ich sie ein bisschen komisch, weil, wie soll ich das sagen, die hat sich so ein bisschen angefühlt von der Konsistenz her wie etwas Ranziges. Nicht vom Geruch her, ich meine, sie hatte auch einen eigenen Geruch, das ist jetzt Pinie und Shorea Butter, aber die Konsistenz, die war nicht cremig, die war nicht flüssig, sondern die war so irgendwie sowas anderes, so wie ich mir etwas Ranziges vorstellen würde. Aber hat sehr gut gepflegt und hat die Füße butterweich gemacht. Dann habe ich hier noch von Balea das Body Mousse Himbeere. Da steht zwar drauf, dass es eine Limited Edition ist, aber bei uns im DM gibt es die immer noch. Vor allem im Sommer, die riecht jetzt noch, wo die Dose leer ist, so wunderbar nach Himbeeren und nach Sommer- und Himbeersträuchern. Also wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Von der Pflegewirkung jetzt nicht ganz so pflegen, das ist ein Mousse, also keine Bodylotion, keine Creme, keine Butter, sondern ein Mousse, ein Body Mousse. Und so war auch die Konsistenz wie ein Mousse. Ein bisschen wässrig, nicht ganz so pflegen, aber der Geruch macht alles wieder wett. Also oh, himmlisch für den Sommer, ganz toll. Dann habe ich eine Handcreme leer gemacht und zwar von Nivea. Die sieht sehr zerdellt aus, die hatte ich in meiner Handtasche mit. Ja, kann ich leider nicht empfehlen. Die ist nicht eingezogen. Danach hatte man so einen schmierigen Film auf den Händen und ja, vor allem wenn man dann auf der Tastatur geschrieben hat, war das nicht angenehm. Also es war so richtig schmierig und hat auch nicht sehr gut gepflegt. Also kann ich euch leider nicht empfehlen. Dafür kann ich euch umso mehr empfehlen von Balea die Handlotion Shea Butter und Vanille. Habe ich mir auch wieder nachgekauft. Das ist ein großer Bottich mit 300 ml. Kann man sich wunderbar auf den Schreibtisch stellen und ja, dann immer zwischendurch mal die Hände damit eincremen. Also es ist wirklich sehr, sehr gut pflegt. Wunderbar, macht die Hände schön weich. Kann ich euch empfehlen. Von Art Deco die Nail Massage Creme, auch komplett leer gemacht. Das war so eine Creme, die die Nagelhaut pflegen sollte. Hat einen sehr guten Aprikosenduft gehabt. Normalerweise mag ich fruchtige Düfte nicht so gerne. Aber in diesem Fall war die wirklich sehr, sehr lecker und angenehm und hat auch sehr gut gepflegt. Ist allerdings ein bisschen kostspieliger gewesen. Aber ja gut, vielleicht wird es eine einfache von P2 auch tun. Jetzt habe ich einen Sprachfehler. Ich habe damals die hier probiert, als meine Nägel komplett kaputt waren und sie hat geholfen. Allerdings habe ich in der Zeit auch mit Nagellack ausgesetzt und es kann natürlich auch sein, dass das mit reingespielt hat, weil ich einfach keinen Nagellack die Zeit benutzt habe, bis ich meine Nägel wieder erholt habe. Und mein Gott. Dann hatte ich noch von Art Deco, das war so ein Set, ein Nail Repair Serum. Das ist dieses hier mit so blauen Pärchen, quasi so ein Vitaminkomplex, die ihr dann, wenn ihr das Ganze einmassiert habt, mit verrieben habt. Und ja, es waren aber jetzt nicht so viele Pärchen drin, dass da so extrem viele Pärchen immer auf den Nägel waren, aber es hat halt geholfen. Ich habe das in Kombination benutzt.
Dann hatte ich einen Unterlag und zwar von Yuma, Mr. Perfect Base Coat. Kann ich überhaupt nicht empfehlen. Der Nagellack hat dadurch Bläschen geschlagen und ließ sich nicht schön drüber auftragen. Sah nicht gut aus. Also kann ich euch leider nicht empfehlen. Dann hatte ich einen Nagellackentferner, einmal den von Evelyn, den habe ich euch auch schon in meinen Jahresfavoriten gezeigt. Der ist acetonfrei und mit Mandelduft sehr angenehm und hat den Nagellack gut entfernt. Von Essence hatte ich den Nail Remover, Nail Polish Remover, der ist auch acetonfrei. Der soll die Nägel härten und stärken und der hat einen Erdbeer-Vanille-Duft. Ja. Dieser Erdbeer-Vanille-Duft, den fand ich sowas von ätzend. Ich weiß, viele mögen den und finden den gut, aber ich persönlich finde den leider überhaupt nicht gut. Ich finde, der von Evelyn hat den Nagellack viel besser entfernt und dieser angebliche Erdbeer-Vanille-Duft hat für mich sehr unangenehm gerochen und ein bisschen nach fauligen Erdbeeren. Also fand ich überhaupt nicht gut. Dann, wo mache ich weiter? Deo. Ich habe hier so eine kleine Deo-Probe von Adidas. Das ist Action 3. Kann ich euch nicht empfehlen, fand ich nicht gut. Dann habe ich hier noch eins von Nivea Calm & Care Sensitive. Fand ich auch nicht gut. Und dann hatte ich eins von Garnier, 48 Stunden Sensitive mit natürlichen Mineralien. Lässt die Haut atmen, das fand ich gut und den Geruch fand ich auch angenehm. Also das kann ich euch empfehlen. Und, ah ja, hier habe ich noch ein Deo und zwar von Nivea Invisible for Black and White, 48 Stunden. Das hatte ich auch als Spray, fand ich als Spray nicht gut und als Stick fand ich es noch schlimmer. Also als Stick kann ich es euch überhaupt nicht empfehlen. Und es hat auch, also dieses angebliche anti-gelbe Fleckenbildung und minimiert weiße Rückstände, kann ich auch nicht unterschreiben. Also kann ich euch leider nicht empfehlen. Aber ich weiß, einige mögen das, aber ich glaube, die mögen das lieber als Spray oder Roll-on und nicht als diesen Stick. Also der Stick ist echt nicht so gut. Dann Augen-Make-up-Entferner von Rival de Loup. Diesen hier. Einfach toll. Entfernt super. Ist sehr gut, wenn ihr empfindliche Augen habt. Es reizt nicht die Augen und auch die Haut hier rum fühlt sich dann nicht so extrem trocken an, wie ich es schon bei anderen Augenentfernern hatte. Meine Nase juckt immer noch. Falls ich ein bisschen schnell rede, das sind hier ziemlich viele Produkte und ich möchte nicht, dass das Video so ewig lang gezogen ist, weil ich glaube, das ist dann für euch auch nicht so schön, wenn ihr ein 20-Minuten-Video habt oder so. Deswegen versuche ich das schnell durchzubekommen. Ja, aber den kann ich wirklich empfehlen. Ein toller Augen-Make-up-Entferner. Und dann hatte ich hier noch einen von Alverde. Das ist der Calendula Augen-Make-up-Entferner. Ich wollte mal diese beiden Augen-Make-up-Entferner miteinander vergleichen, also quasi eine Review zu diesen beiden machen, etwas ausführlicher. Falls ihr daran Interesse habt, dann lasst es mich wissen, ansonsten lasse ich es. Ja, aber so an und für sich fand ich den auch ganz gut. So, dann habe ich noch eine Waschcreme, Heilerde. Da weiß ich auch, dass viele sie von euch gut fanden, ich leider nicht. Bei mir hat das nichts geholfen, hat nichts gebracht. Deswegen kann ich sie euch nicht empfehlen. Aber das kommt auch immer auf den Hauttypen drauf an. Also was für den einen gut ist, muss für den anderen nicht unbedingt gut sein. Und umgekehrt natürlich genauso. Nur weil ich das jetzt nicht gut finde, heißt es nicht, dass es bei euch auch nichts bringt. Also da muss das wirklich jeder für sich selbst entscheiden und ausprobieren. Aber das soll ja jetzt auch nur meine Meinung sein. Dann von Nivea die Gesichtswaschserie. Cremige Waschemulsion für trockene und sensible Haut mit Mandel- und Calendulaöl. Dazu das passende Gesichtswasser. Ich habe hier die Creme auch noch, aber die habe ich noch nicht leer. Aber hier diese beiden Produkte, obwohl da ist auch noch so ein klitzekleines bisschen Gesichtswasser drin. Aber man kann sagen, dass ich sie fertig gemacht habe. Und dazu habe ich auch eine Review gemacht. Die fand ich sehr gut. Und wenn ihr Interesse daran habt oder ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, dann könnt ihr euch ja die Review anschauen. Die werde ich euch auch verlinken. Dann habe ich noch einen Lippenpflegestift von Alverde. Das habe ich wirklich alles schön rausgeholt.
Den fand ich anfangs gut, dann fand ich ihn zwischenzeitlich nicht so gut, dann fand ich ihn wieder gut. Also das ist immer so ein bisschen hin und her geschwankt. Der war anfangs sehr fest in der Konsistenz und ja, so ähnlich wie mit diesem Rivali Loop Lippenstift mit dem roten. Ich glaube, das ist die Nummer 23, von dem ich euch erzählt habe. War der halt auch, dass er erst fest in der Konsistenz war und als er dann so ein bisschen bei mir daheim war, dann wurde er geschmeidiger. Also je länger ich den benutzt habe, desto geschmeidiger wurde er. Ja, also das ist so ein zwiegespaltenes Produkt. Ich glaube, ich habe eh eine zwiegespaltene Meinung zu Lippenpflegestiften, weil ich eigentlich Nivea-Creme nach wie vor am besten für die Lippen finde. Dann habe ich hier noch von Alverde das Repair Haarspitzenfluid mit Avocado und Traubenkernöl. Davon war ich am Anfang auch sehr begeistert. Ich glaube, habe ich euch dazu auch eine Review gemacht? Ich glaube, zusammen mit dem Koffeinshampoo. Also falls ja, dann ist es in der Infobox verlinkt. Fand ich anfangs sehr gut. Dann nicht mehr so gut. Das ist irgendwie komisch, ne? Es gibt Produkte, die findet man am Anfang gut und wenn man sie über längere Zeit benutzt, haben die nicht mehr die Wirkung, die sie am Anfang hatten. Aber ich habe mir das auch nachgekauft und ich benutze es aktuell wieder. Ich habe eine kurze Zeit ausgesetzt, benutze es jetzt wieder und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Vielleicht hängt das auch mit den Haaren zusammen, wenn die wieder länger werden, dann werden die automatisch dünner. Ja, ja, das gibt es auch noch im Sortiment. So, dann habe ich hier zwei Concealer. Einmal den von Alverde, das ist in der Farbe. Damals gab es nur eine Farbe, als ich den gekauft habe. Ich glaube, das war 01 Naturell. Ja, genau. Ich weiß nicht. Und der ist ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht, ob Alverde inzwischen da noch weitere Concealerfarben rausgebracht hat. Der war ein bisschen dunkel. Aber ansonsten eigentlich ganz gut. Vielleicht auch ein bisschen flüssig. Ja, es ist wieder so ein zwiegespaltenes Produkt. Muss man sich anschauen und vor allen Dingen halt auch mit der Farbe, weil damals gab es eben nur diese einzige Farbe. Und ja, die könnte für einige zu dunkel sein. Also ich glaube, für mich ist sie auch ein bisschen zu dunkel. Aber es sah dann auch nicht so schlecht aus. Und dann habe ich noch den Pure Cover Mineral Concealer von Maybelline. Von dem war ich am Anfang total begeistert. Den fand ich richtig gut. Was ist das jetzt für eine Farbe? Ja. Habt ihr das auch, wenn ihr die länger benutzt, dass sich hier dann die Schrift von diesem Aufkleber ablöst? Naja, auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Genau, den fand ich am Anfang richtig gut, war ich richtig begeistert. Zwischenzeitlich fand ich den dann nicht so gut. Das habe ich euch, glaube ich, auch mal in einem Video gesagt, dass ich von dem nicht mehr so angetan bin. Und als ich das in dem Video gesagt habe, fand ich den kurz darauf wieder richtig gut. Also im Grunde und im Prinzip ein gutes Produkt. Ja, und dann habe ich noch eine Mascara. Das ist die Multi-Action von Essence. Die habe ich auch fertig gemacht. Und die ist toll. Und je länger ich die hatte, und normalerweise, die wurde dann so ein bisschen trockener, aber das war super. Die hat die Wimpern noch schöner gemacht, als wo die frisch war. Also als die neu war, war die auch schon super, aber je länger ich die hatte, desto besser wurde die. Und als ich dann am Schluss noch die letzten Reste rausgekratzt habe, hat die richtig schöne Wimpern gemacht. Also das ist echt eine tolle Mascara für ganz wenig Geld. Und die kann ich euch wirklich empfehlen. Man könnte fast sagen, das ist so ein kleiner Kosmetikmord. Zumindest habe ich die Produkte bis zum Ende aufgebraucht. Und auch vorher nichts Neues gekauft. Oder was Neues benutzt. Also ich benutze wirklich ein Produkt immer bis zum Ende, bevor ich was anderes benutze. Ja, selbst wenn ich es nicht so gut finde, dann möchte ich es auch bis zum Ende benutzen. Es sei denn, es ist ganz, ganz schlimm, so wie dieser Blistex-Pflegestift. Oh, ihr seid schief. Okay, das war jetzt meine Art von Kosmetikmord. Ich freue mich jetzt schon, diese ganzen leeren Verpackungen wegzuschmeißen und wieder Platz in meinem Regal zu haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag und alles, was ihr euch wünscht. Tschüss!